Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MyPC und zwar mit dem Whitebuild RTX 4070 Ti Ryzen 5 7500F für 1.979,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, normalerweise ist es ja so, dass ich immer die Videovorschläge aus dem Videovorschlägekanal nehme auf unserem Discord. Heute ist es mal ein System, das hat ein Mod von uns rausgesucht, weil er sich dachte, hey, zeig doch mal ein Whitebuild, so um die 2.000 €, weil die letzten beiden Systeme waren ja um die 1.000 € rum und dann haben wir wieder ein bisschen Abwechslung und ich kann euch mal zeigen, was quasi dieser Faktor Weiß ausmacht, preislich gesehen. Ich kann so viel schon mal verraten, wir haben natürlich dann eine Alternative, die ist dann aber nicht weiß, aber dann seht ihr mal, wie der Aufpreis zustande kommt. Starten wir wie immer erst mit dem Bild, das ist das ganz normale Gehäusebild, das ist auch sehr beliebt, gehen wir gleich noch näher drauf ein. Hier hätten wir dann auch die Konfiguration. Die Grafikkarte ist, wie der Name schon gesagt hat, eben eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB weiß. Die günstigste weiße Grafikkarte ist in dem Fall die Palit GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro White OC. Die ist gegenüber einer normalen schwarzen, glaube ich, 15 € teurer oder so, aber das seht ihr ja gleich am Ende noch. Die 4070 Ti für WQHD und Full HD Gaming natürlich bestens geeignet. 4K geht auch, E-Sports-Titel oder auch AAA-Titel, wenn ihr halt DLSS benutzt. Raytracing dann aber weglassen, ne? Es gibt ja nicht umsonst noch eine Ti Super 4080 und wie sie alle heißen. Schaut euch einfach mal den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Wir können halt auch nicht genau sagen, ob es die wird. Es wird auf jeden Fall eine weiße, weil sonst wird das die ganze Optik kaputt machen. Und die kostet 765,53 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr ganz easy auf 6000 CL30 betreiben, wenn ihr das möchtet. Ist auch hier so verbaut, gehe ich gleich noch näher drauf ein. Der 7500F ist im Moment wirklich ein sehr, sehr effizienter Prozessor, der auch gerade bei WQHD, bei der Grafikkarte, völlig ausreicht. In Full HD kann es sein, in E-Sports-Titeln, wenn ihr auch noch DLSS und diesen ganzen Quatsch benutzt, dass der dann ein bisschen throttelt, aber ab WQHD eigentlich nicht mehr. Preis-leistungstechnisch einfach im Moment ein wirklich starker Prozessor, da gibt es auch keinen Grund, irgendwie auf Intel zu gehen. Wollt ihr streamen, sage ich immer wieder, nehmt einen 8-Kerner. Ansonsten rendert halt über die Grafikkarte. Ich persönlich rendere immer lieber über den Prozessor. Sieht ein bisschen cleaner noch aus. Aber könnt ihr machen, wie ihr wollt. Mal ganz davon ab, habt ihr halt noch andere Programme offen. Spotify, ein Chatbot, euren eigenen Stream und solche Geschichten. Deswegen 8-Kerner bietet sich eher an. Wenn ihr nur zocken wollt, reicht der dicke. Und der kostet 148,86 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Thermalright Aqua Elite 360 White V3. In dem Fall ist es halt eine 360er Wasserkühlung. Jetzt sagt ihr natürlich, Alter, was für ein Quatsch, eine 360er Wasserkühlung auf einen Prozessor zu schnallen, der sich nur 65 Watt reinzieht. Ja, ihr habt vollkommen recht. Das passiert jetzt halt aus Optikgründen. Das ist das, was ich eben meinte, von wegen Alternative. Dann wandert da auch keine Wasserkühlung rein, sondern ein stinknormaler Luftkühler, weil er halt einfach reicht. Wie gut die ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ich hatte es selber noch nicht im Test, also auch die Lautstärke und wie gut die kühlt. Aber ich meine, das ist ein 7500F, da kann man nicht viel falsch machen. Die wird denn schon kühl halten. Und die kostet 69,90 € bei proshop.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 GB DDR5 6000 MTS G-Skill Trident Z5 RGB Silber CL30. Es ist halt fast weiß. Silber ist auch völlig okay, kann man so machen. Klar, kleine schwarze Akzente sind noch drin, passt aber trotzdem sehr gut in dieses Gesamtkonzept. 6000er CL30 ist das auch, was wir immer sagen bei AMD. Ganz locker. Könnte ein 7500F mittreten, ein 7600X, ein 7700X, ein 7800X3D, völlig Latte. Nimmt den RAM, also es muss jetzt nicht genau der sein. 6000er CL30 mit AMD Expo, von mir aus auch Intel XMP, funktioniert sowieso beides. Ja, könnt ihr nicht viel falsch machen, ist in Ordnung. Und der kostet 132,76 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 Aorus Elite AX Ice.
Der B650-Chipsatz reicht ganz dicke aus, selbst für einen 7800X3D, falls ihr später mal irgendwie upgraden wollt, deswegen erwähne ich das so oft. Und man sieht auch hier, ganz in weiß gehalten, klar ein paar schwarze Akzente, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr 2 Erweiterungsslots für, was ich immer sage, Capture Card, USB-Erweiterung, falls ihr noch mehr USB-Anschlüsse braucht, whatever. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, 5x USB 3.0, 4x USB 2.0. Okay, ihr braucht keine USB-Erweiterungskarte. USB Typ C ist mit am Start. Die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr mit einem 7500F sowieso nicht benutzen, deswegen werden die obsolet. Dann haben wir noch WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Und ich finde es designtechnisch einfach geil. Wurde mal Zeit, dass ein einigermaßen bezahlbares Board auf den Markt kommt, was auch weiß ist oder Silber. Deswegen, das ist ja weiß und Silber. Mit dem RAM passt das dann schon ganz gut. Und das kostet 202,89 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 2 TB Lexar NM620. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Für einen Gamer völlig ausreichend, 2 TB bei knapp 2000 Euro. Auch völlig in Ordnung, kann ich gar nicht meckern. Natürlich gibt es schnellere SSDs, braucht ihr aber zum Zocken eigentlich nicht. Und die kostet 101,89 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Fantex NV5 White mit Glasfenster. Da komme ich noch zu einem anderen Punkt. Wir haben hier als Gehäuselüfter 4x120 mm Thermalride TLC12RWS, meine Güte, V2 und einen Reverse. Ich versuche es euch jetzt mal zu erklären anhand dieses Bildes, wo die überall hinkommen. Also oben kommt die Wasserkühlung rein, hinten kommt ein Lüfter, an der Seite kommen 3 Stück und unten auch einer. Dann seid ihr bei 5 Lüftern. Deswegen wundert euch nicht, es ist ziemlich untypisch für den Case, dass unten ein Lüfter verbaut wird. Aber bei dem ist das so. Ansonsten können wir auf dem Bild auch direkt bleiben. Kann ich überhaupt nicht meckern. Ist wieder so ein Aquariumgehäuse. Ja, mit einer kleinen Box da unten drin, wo das Netzteil reinkommt. Ist genug Platz drin. Feiern alle, finden alle toll. Es sieht ja auch nicht schlecht aus. Gar keine Frage. Müsst ihr selber wissen. Mir gefällt es halt auch. Und das kostet 109,90 Euro bei CaseKing.de. Dazu hätten wir halt hier noch die Lüfter. Da kostet einer 6,99 Euro. Und dieser eine Sonderfall hier kostet 6,39 Euro. Das Netzteil ist ein MSI MAC A850 GL PCI Express 5 White 850 Watt ATX 3.0 80 Plus Gold. Ich glaube, da ist alles gesagt. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular. Ja, hat schon den neuen Stecker mit dabei. 850 Watt reichen ganz dicke für das System. Könntet ihr theoretisch sogar mit 650 Watt betreiben, wenn ihr Bock habt. Aber dann habt ihr hinterher noch ein bisschen Puffer zum Aufrüsten. Und das ist halt weiß. Ja, ist halt stimmig. Und das kostet 125,60 Euro bei 0%shop.de, Galaxus oder Notebooks billiger oder wo auch immer. Das Betriebssystem ist Windows 11 Pro. Brauche ich nicht viel zu sagen, so wie immer. Aktuelles Betriebssystem passt. Und das kostet 37,90 Euro bei IT Hardpools. Ansonsten haben wir halt noch 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Auf die FPS-Testdaten hier unten bitte nichts geben. Schaut euch dazu einfach das Video an, in der Videobeschreibung. Da sind irgendwie 10 oder 20 Spiele, die werden da getestet, genau mit dem Prozessor und der Grafikkarte. Dann wisst ihr ganz genau, wo ihr landet. Klar, es gibt noch Nuancen, je nachdem welcher RAM genommen wird und so, aber da habt ihr eine grobe Richtung. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1729,58 Euro. Und das System kostet 1979,99 Euro. Und da seid ihr jetzt beim Aufpreis von bummelig 250 Euro. Finde ich schon ein bisschen viel. Ist nicht krass überteuert, da gibt es schlimmere Läden. Hightech. Zum Beispiel. Nein, aber im Ernst, es ist eine stabile Config. 250 Euro, ja, die Grafikkartenpreise schwanken ja auch so ein bisschen. Ich will das auch gar nicht schönreden, es hätte günstiger gekonnt. Ich zeige euch jetzt auch die Alternative, die auch bei MyPC ist. Wir haben ja die Möglichkeit bei uns auf dem Server, wenn ihr jetzt sagt, ich will das und das spielen und habe hier die und die Anforderungen, pipapo, da können wir ja quasi eine Config anfragen für euch. Also ihr macht ein Ticket auf, beantwortet unsere Fragen, sagt, ihr habt ein Budget von 1800 Euro oder was und dementsprechend können wir euch dann ein System erstellen. Das schicken wir MyPC, die machen daraus ein Angebot und dann könnt ihr das da kaufen. Mein Mod hat gestern die Alternative erstellt und ich dachte mir so, lass die doch einfach mal nach MyPC schicken und gucken, was die daraus machen und dann zeige ich das als Alternative direkt im eigenen Shop. Wir haben die gleiche SSD natürlich, wir haben den gleichen Prozessor. Beim RAM haben wir 6000er CL30, aber ohne Schickimicki Bling Bling Silber oder sonst was, sondern einfach nur schwarzer RAM. Die Grafikkarte ist eine Dual-Fan-Grafikkarte, 4070 Ti, hat die gleiche Leistung wie die andere Grafikkarte auch. Da kann auch OC hinterstehen, dann sind das 3-4% mehr Leistung, wenn überhaupt. Also da macht ihr echt keinen Abbruch irgendwie, was die FPS angeht.
Und wir haben ja nicht irgendwelche Kacke ausgewählt, sondern wir haben ja schon qualitativ auch ein hochwertiges System jetzt als Alternative genommen. Deswegen auch das Board MSI Mach B650 Tomahawk Wi-Fi. Auch ein sehr, sehr geiles Board. Zur groben Übersicht. Auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD rein, hier unten 2 weitere, hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt auch 2 Erweiterungsslots zum Erweitern mit irgendeiner Karte halt. USB-technisch und auch hier 7.1 und es ist halt alles da. Ist kein schlechtes Board. Auch WLAN, Bluetooth und Pipapo, also da macht ihr euch jetzt auch irgendwie nichts Schlechteres ins System rein gegenüber dem Iceboard. Als CPU-Kühler haben wir keine Wasserkühlung, sondern eine Deepcool AK400 Zero Dark Plus, der eigentlich auch zu stark ist für diesen Prozessor, allerdings ist er dann schön leise. Als Gehäuse haben wir das Endofer Regnum 400 ARGB Glasfenster. Gut, ist ein Gehäuse mit RGB-Lüftern, da ist ein bisschen Bling-Bling jetzt drin. Ja, ist aber relativ günstig zurzeit, von daher war das ganz interessant. Das Netzteil ist ein ADATA XPG Core Reactor 2 850 Watt ATX 3.0. Gleiche Specs wie das andere Netzteil auch, nur dass es halt nicht weiß ist. Und Windows 11 ist natürlich auch dabei. Da kommt ihr jetzt auf einen Preispunkt von 1518,37 Euro. Und das haben wir ja angefragt bei MyPC. Wir haben nicht gesagt, dass das in das Video wandert, sondern haben das ganz normal, als hätte ein User ein Ticket erstellt, so reingeschickt. Bei MyPC kostet der Spaß 1649,99 Euro. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von 130 Euro. Und ich kann euch auch mehr oder weniger erklären, warum das so ist. Das ist deshalb, weil gerade diese Gehäuse und so weiter und alles, was so von Deepcool kommt, da haben die spezielle Verträge mit, da kommen die günstiger dran und solche Geschichten. Bei den weißen Komponenten kommt man schwieriger dran, deswegen mussten sie es vielleicht teurer machen, ich weiß es nicht. Ist halt so eine Vermutung von mir, weil ich weiß, dass die mit Deepcool auch zusammenarbeiten. Die haben ja auch viele Deepcool-Gehäuse im Shop, wenn ihr da mal so drüber guckt. Aber ja, der Aufpreis ist geringer und das System ist halt auch günstiger als das Weiße und ihr habt die gleiche Leistung. Zur Erinnerung 1979,99 Euro, 1649,99 Euro. Sieht nur nicht so schnieke aus, hat die gleiche Leistung. Ne? Das wollte ich einfach mal zeigen in so einem Video. Deswegen haben wir jetzt keinen Videovorschlag genommen, sondern einfach mal das gemacht, was mein Mod von mir wollte. Ich verlinke euch natürlich beide Systeme mit den Geizhalslisten unten in der Videobeschreibung, könnt ihr tagtäglich vergleichen. Wenn ihr es kaufen wollt, kauft es, ansonsten lasst es, guckt bei Dubaro oder sonst wo, ist ja Latte. Aber ich finde 130 Euro schon vernünftiger Aufpreis. Und das hier war leider ein bisschen teuer. So ist es halt. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.